Man ist nicht auf alles stolz, auf das, was man gemacht hat. Ganz sicher nicht. Und auf die Dinge, die ich auch nicht so stolz bin und die ich tatsächlich sogar vielleicht ein bisschen bereue, die ich in meinen 20ern gemacht habe, über die spreche ich heute in diesem Video. Euer Online-Bruder Korte möchte heute keinen auf Daddy machen oder einen auf Klugscheißer machen. Aber Leute, mittlerweile habe ich natürlich die 30er-Marke geknackt. Und wenn ich so zurückblicke auf meine 20er, da gibt es so einige Dinge, die vielleicht nicht so cool gewesen sind und die ich tatsächlich sogar ein bisschen bereue. Und da ich weiß, dass viele von euch da draußen gerade in ihren 20ern sind, habe ich gedacht, mache ich doch einfach mal ein Video dazu, damit ihr aus meinen Fehlern lernen könnt, beziehungsweise damit ihr nicht meine Fehler unbedingt auch macht, ja, die ich in meinen 20ern gemacht habe. Deshalb spreche ich heute über die Dinge, auf die ich nicht so ganz stolz bin, die ich in meinen 20ern vielleicht hätte sogar besser machen können oder tatsächlich sogar bereuen. Erstens, keine großen Investments gemacht zu haben. Ja Leute, da beiße ich mir tatsächlich heute immer noch in den Arsch, dass ich das nicht gemacht habe, denn ich wollte mir eine Wohnung kaufen, als ich 20 war. Denn ich habe mein erstes Studium angefangen und dann habe ich mir gedacht, so, hey, das macht doch Sinn, wenn ich hier Minimum 3 Jahre lebe, dass ich mir hier eine Wohnung kaufe. Und ich habe mir das Ganze auskalkuliert, habe mir sogar Wohnungen angeschaut mit meinen Eltern zusammen und ich habe tatsächlich damals, was damals wirklich ein großes Investment für mich gewesen wäre, nicht gemacht. Aufgrund dessen, weil meine Eltern mich so ein bisschen davon abgehalten haben. Und das war natürlich nicht so clever, ja. Also heute wäre die Wohnung schon längst abbezahlt gewesen. Ja, zum damaligen Zeitpunkt war es natürlich ein großes Investment für mich. Zum jetzigen Zeitpunkt sage ich, schön doof, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe das Ganze nachgeholt gegen Ende 20 und muss sagen, ich habe dadurch super viel gelernt, super viele, ja, gute Erfahrungen sammeln können. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, frühzeitig mit Investments zu starten beziehungsweise sich damit zu beschäftigen. Zweitens, zu extrem zu sein. Ja, Leute, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Also ich glaube, ich bin eine Person, die teilweise immer noch vielleicht in manchen Dingen zu extrem ist. Früher aber auch ganz sicher zu extrem war in vielen Belangen. Und da möchte ich einfach nur ein ganz kleines Beispiel geben. Wenn du zum Beispiel sehr extrem bist in der Sportart, kann das natürlich sehr, sehr gut sein. Wenn du zum Beispiel für was brennst und unbedingt deine Grenzen überschreiten möchtest, das kann natürlich was sehr, sehr Gutes sein. Kann aber auch Fluch sein, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich gehe feiern und raste komplett aus. Du kannst gar nicht mehr normal feiern, sondern wenn du feiern gehst, dann eskalierst du komplett, ja, zerreißt alles und kannst auch nicht mal irgendwie 2, 3 Drinks nehmen, sondern musst wirklich jedes Mal komplett eskalieren und das muss tatsächlich nicht sein. Deshalb kann ich dazu sagen, dass ich teilweise in manchen Situationen einfach in meinen 20ern vielleicht ein bisschen zu extrem gewesen bin. Drittens, ich hätte mich mehr mit Pflege beschäftigen sollen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie ungepflegt war oder mich irgendwie nicht auskannte, ganz im Gegenteil. Ich war immer jemand, der sich immer, sag ich mal so, für meine Verhältnisse sehr extrem gepflegt hat und immer darauf geachtet habe, wie ich aussehe. Aber es gibt so einige Sachen, die ich einfach nicht kannte und nicht wusste und die auch mein Papa mir zum Beispiel nicht beigebracht hat, die man einfach auch von Haus aus nicht mitkriegt. Es ist so, dass die Eltern natürlich einen beibringen, hey, wie putze ich meine Zähne, wie wasche ich mich, wie dusche ich mich etc. Aber so weitere Kenntnisse, wie zum Beispiel, hey, welchen Hauttyp habe ich eigentlich? Wie muss ich meine Haut reinigen? Was für ein Waschgel brauche ich für meine Haut? Was für Bedürfnisse hat meine Haut zum Beispiel? Oder wenn es zum Beispiel um das Thema Haare geht, was für Haare habe ich? Welche Haarpflegeprodukte brauche ich? Was für einen Haartyp habe ich eigentlich? Und in welchem Zustand sind meine Haare? All das sind solche Sachen, die ich persönlich nicht von zu Hause aus mitbekommen habe. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich mich früher ausführlicher damit beschäftigt hätte, damit ich einfach noch früher mehr darüber gewusst hätte. Oder auch gerade, wenn es um das Thema lange Haare geht. Ja? Bei uns in der Familie hat kein Mann irgendwie lange Haare und hat mir einfach niemand beigebracht, okay, wie habe ich meine Haare zu pflegen? Was soll ich mit meinen Haaren machen? Das einfach nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Natürlich so, da gibt es YouTube und verschiedene andere Informationsquellen und den Online-Bruder Korte mit seinem YouTube-Kanal, der euch natürlich mit den besten Informationen diesbezüglich versorgt. Also wenn ihr es cool findet, was ich hier auf meinem YouTube-Kanal mache, dann abonniert meinen Kanal sehr, sehr gerne und teilt auch sehr gerne meine Videos mit euren Freunden. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt und der ist folgender: unnötige Dinge kaufen. Da gibt es ein gutes Sprichwort zu diesem Punkt und das Sprichwort lautet wie folgt. Menschen benutzen das Geld, das sie nicht haben, für den Kauf von Dingen, die sie nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Ganz so krass war das bei mir jetzt nicht, ja. Also ich habe mir immer nur das gekauft, was ich tatsächlich auch mir wirklich leisten konnte. Aber Leute, ihr kennt das vielleicht, ihr wollt zum Beispiel unbedingt diesen einen Sneaker haben. Diesen einen Sneaker, der gerade erst released worden ist, um einfach zu zeigen, wie cool ihr seid. Leute, das muss nicht sein. Oder eine andere Situation, ihr geht zum Beispiel feiern und ihr geht in den Club und ihr kauft einfach jedes Mal eine Pulle. Ihr kauft jedes Mal eine Flasche, wenn ihr in den Club geht. Ob ihr alleine seid, zu zweit seid oder zu dritt seid. Leute, das muss doch nicht sein. Es reichen auch nur 1, 2 Drinks. Ihr müsst nicht irgendwas
tun, um andere Leute damit irgendwie zu imponieren, die ihr sowieso nicht kennt. Von daher kann ich nur an euch appellieren und sagen, hey Leute, ihr müsst nicht immer alles kaufen, ja, um andere Leute irgendwie zu imponieren oder irgendwie cool zu sein, sondern kauft wirklich nur das, was euch persönlich glücklich macht und was ihr auch wirklich tatsächlich braucht. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kaufe mittlerweile viel bewusster und ich kaufe auch wirklich nur diese Sachen, die ich wirklich zum Leben brauche. Und heutzutage denke ich 2, 3, 4 Mal drüber nach, ob ich irgendwas tatsächlich kaufen soll oder eben nicht. Heißt, mein Konsum ist viel bewusster geworden und ich hätte mir gewünscht, dass ich das Bewusstsein, was ich jetzt habe, auch damals schon gehabt hätte. Kann man das so sagen? Ich glaube wohl. Fünftens, nicht auf mein Herz hören. Ja Leute, ich habe tatsächlich nicht oft genug auf meine innere Stimme gehört, sondern wollte teilweise mit dem Kopf durch die Wand, ja, und habe einfach, ja, nicht auf mein Herz gehört. Und das bereue ich tatsächlich manchmal, denn es gab so verschiedene Situationen in meinem Leben, wo ich das hätte besser machen sollen. Beispiel aus meinem Leben, ich habe zum Beispiel in einer Stadt gewohnt und es ging in dieser Stadt irgendwie nicht mehr vorwärts. Ja? Ich hätte zu diesem Zeitpunkt einfach mehr auf mein Herz hören müssen, weil dann hätte ich diese Stadt schon viel früher verlassen und hätte einfach weitergemacht in einer anderen Stadt oder woanders. Aber ich habe im Kopf irgendwie, war ich noch in dieser Stadt und mit der Stadt noch verbunden und wollte irgendwie noch da bleiben und konnte noch nicht irgendwie so loslassen. Aber hätte ich früher auf mein Herz gehört, wäre ich schon viel früher aus dieser Stadt weggezogen. Oder ein ganz anderes fiktives Beispiel jetzt, wenn du auf dem Dorf lebst und du sagst, hey, ich möchte unbedingt in die Großstadt oder ich will unbedingt mal ins Ausland gehen, dann mach das einfach. Wenn du das Gefühl hast, ins Ausland gehen zu wollen und einfach da deine Erfahrung zu sammeln, dann mach das. Auch wenn deine Eltern zum Beispiel sagen, nee, wir möchten das nicht, bleib doch bei uns. Und natürlich wollen die meisten Eltern, dass die Kinder bei einem bleiben, also zumindest im Umfeld bleiben. Ist ja auch klar. Die Eltern wollen natürlich nicht, dass den Kindern irgendwie was Böses passiert oder so. Aber man muss natürlich selber für sich seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und wenn du das Gefühl verspürst, ins Ausland gehen zu wollen oder in einer anderen Stadt leben zu wollen, dann mach das. Sechstens, zu viele Dates. Ja Leute, wenn man als Mann irgendwie viele Frauen hat und jung ist, ja, dann ist man als Mann irgendwie der Coole. Und wenn das andersrum ist, ja, also wenn die Frau irgendwie super viele Männer hat, dann wird die Frau bei den Männern direkt als Schlampe abgestempelt. So ist es nun mal. Aber Leute, lasst euch eins gesagt sein, das ist nun mal nicht so. Nur wenn du als Mann viele Dates hast oder mehr Dates als andere, heißt das nicht, dass du cooler bist oder cool bist, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Lasst euch das sagen von jemandem, der tatsächlich sehr viel Erfahrung diesbezüglich hat. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr in der Situation drin seid, ja, und Anfang 20 seid, dann habt ihr diesen Weitblick einfach noch nicht, dann seht ihr das einfach noch nicht. Aber wenn ihr dann etwas älter werdet, Leute, dann wisst ihr Bescheid, das war vielleicht nicht ganz so clever, was ihr damals gedacht habt. Und siebtens, Leute, zu lange an Leuten festhalten. Ja, das bereue ich tatsächlich auch ein bisschen, denn ich bin so ein Typ, ich gehe immer vom Positiven aus. Ja? Ich denke immer, alle Menschen sind positiv, alles ist cool, aber vielleicht ist dem dann doch nicht so. Ich gehe jetzt einfach nur davon aus, du hast ein riesengroßes Umfeld an verschiedenen Leuten, die du kennengelernt hast in der Nachbarschaft, beim Sport, in der Schule, bei der Arbeit etc. Und einige Menschen sind vielleicht doch nicht so positiv, wie du zu Anfangs gedacht hast. Oder entwickeln sich vielleicht auch in eine andere Richtung, ja? Und sind vielleicht sogar neidisch auf Dinge, die du besitzt. Das muss jetzt nicht unbedingt was Materielles sein. Das kann zum Beispiel auch eine Charaktereigenschaft sein, die du hast, ja? Auf die anderen zum Beispiel neidisch sind. Und wenn du das Gefühl verspürst, dass solche Leute in deinem Umfeld sind, dann kann ich dir nur eins sagen, dann versuche einfach diese Leute aus deinem Umfeld, ja, zu eliminieren. Ja, hört sich zwar ein bisschen hart an, aber tatsächlich ist es meistens das Beste. Denn wenn du das Gefühl hast, dass die Leute nicht zu 100% hinter dir stehen und vielleicht sogar ein bisschen neidisch sind oder vielleicht auch hinter deinem Rücken irgendwas sagen, was vielleicht nicht so cool ist, dann versuche einfach, dich mit anderen Leuten zu umgeben, die dir positive Energie schenken und bei denen du wirklich das Gefühl hast, dass die zu 100% zu dir halten. Heißt, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwelche Leute in deinem Umfeld sind, die dir vielleicht nicht gut tun oder dir keine positive Energie schenken, dann versuch dich einfach nicht mehr mit diesen Leuten zu umgeben. So Leute, ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video einiges rausziehen und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, denn ja, es ist natürlich immer viel einfacher, wenn man hört, was andere so erlebt haben und was die so für Fehler gemacht haben und dann muss man die natürlich nicht zwangsweise auch begehen. Also es waren auf jeden Fall die Dinge, die ich tatsächlich teilweise bereue und teilweise auch hätte einfach besser machen können und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß in euren 20ern, ja, lasst euch auf jeden Fall nicht entmutigen, sondern habt auch keine Angst davor, Fehler zu machen, ja, aber begeht nicht unbedingt die Fehler, die ich vielleicht gemacht habe oder die ich vielleicht bereue, die ich heute in diesem Video gesagt habe, denn die kann man tatsächlich ganz gut vermeiden.